und begrüße damit nochmal alle recht herzlich zum heutigen Abend, zum Thema Springerpaar im Mittelspiel. Tatsächlich ist das ja auch eine Stellung aus der Neidorf-Variante. Heute werden verschiedene Eröffnungen aufs Brett kommen. Das ist jetzt einfach nur ein kleines Beispiel. Und wir schauen uns dabei auch an, wie man zu solchen Situationen kommt und unter welchen Voraussetzungen das Springerpaar oft gute Chancen hat und worin die Stärken des Springerpaars auch meistens liegen, nicht immer, aber meistens. Das ist das erste Beispiel. Dort hat Weiß direkt mit Läufer G5 schon mal gezeigt, er will den Springer fesseln. Und Schwarz hat hier verschiedene Optionen, was man meistens als Neidorf-Spieler hier eher vermeidet, wäre beispielsweise Läufer E7, auch wenn er normal aussieht. Aber tatsächlich hätte Weiß jetzt in der Stellung, soll nicht um Eröffnungstheorie gehen, aber nur grundsätzlich liegen solche Motive in der Luft, sodass nach FE6, Springer E6, die Dame hängt, der Bauer hängt. Und das ist dann nicht unbedingt so angenehm für Schwarz. Ich kann mich so noch an eine Partie aus meiner Kindheit erinnern, wo ich das tatsächlich mal zugelassen hatte. Aber da hatte ich noch weniger Ahnung. Insbesondere von der Theorie hatte ich dort praktisch gar keine Ahnung. Als ungefähr Neunjähriger. Na gut. Das einfach nur als Begründung, weshalb Schwarz jetzt entschied, diese Fesselung anders zu umgehen, wie anders zu bearbeiten. Er hat dann letzten Endes die Dame nach A5 gespielt. Denn nun ist der Springer entfesselt und damit muss Weiß jetzt entscheiden, wie er weiter vorgehen will. Und hier hat er bereits entschieden, er tauscht ihn einfach ab, um Zeit zu gewinnen. Wir werden in dem Beispiel damit auch sehen, dass ein wichtiger Faktor tatsächlich auch der Zeitfaktor sein kann. Dass man das eine Seite gerne mal das Läuferpaar bekommt und einfach die andere Seite das Springerpaar plus einige Tempi mehr. Und das kann man oft für diverse Angriffe nutzen. So wie wir es auch jetzt in dieser einen Beispielpartie sehen werden. Nur hat hier Schwarz auch doch mitgeholfen, um einiges. Denn statt sich jetzt normal weiterzuentwickeln, hat Schwarz auch ein bisschen ambitionierter gespielt. Ihm reicht es nicht aus, dass er nur ein halbes Läuferpaar hat, oder zwei Läufer gegen Läufer Springer. Er wollte auch den weißfeldrigen Läufer noch abtauschen, was etwas seltsam war. Springer D7, dann kam Bauer F4. Aber soweit ich mich erinnere, war Schwarz auch immer ein Großmeister. Das heißt, gänzlich verkehrt kann das eigentlich, oder gänzlich ohne Sinn war es eigentlich nicht, aber nun gut. Manchmal spielt man gerne ein bisschen optimistischer. Okay, Springer C5. Denn immerhin hat er soweit Vertrauen gehabt, dass das Läuferpaar alle wichtigen Bauern deckt. Und deshalb ließ sich Schwarz das gerne mal zeigen. So, da wir und das Springerpaar ist auch meistens dafür bekannt, dass die viele taktische Optionen mit sich bringen und dass sie deshalb gute Angreifer sind. Und daher wollte Weiß jetzt auch irgendwie, wenn es geht, die Stellung öffnen, solange auch der König noch in der Mitte steht. Mit E5 lässt sich die Stellung nicht ganz so leicht öffnen, weil Schwarz sehr oft einfach mit D5 erwidern kann oder manchmal auch einfach stehen lässt. Deshalb hat er einfach versucht, solange er noch einen weißfeldrigen Läufer hat, auf den weißen Feldern zu agieren und so mit F5 die Stellung zu öffnen. Das heißt, im Moment ist auch der weißfeldrige Läufer der Antriebsgeber, der Impulsgeber, um auf diese Idee mit F5 zu kommen. Denn dadurch, dass wir den Druck dort verstärken, erzwingen wir jetzt auch eine Reaktion von Schwarz. Und da hat sich der Nachziehende entschieden, einfach den abzutauschen, zu nehmen. Und dann nach seiner Logik, Dame kommt in die Mitte, da steht sie sehr solide. Jetzt kann sich Schwarz immer noch in Ruhe entwickeln, Läufer E7, kurze Rochade, alles ist paletti. Es gibt keine Probleme.
So dürfte ungefähr der Gedankengang von Schwarz gewesen sein. Aber wer mit dem Springerpaar spielt, darf auch manchmal ein bisschen kreativer werden. Der muss vor allem auch Drohungen aufstellen. Denn sonst, wenn die Läufer einmal in Stellung kommen, sieht es tatsächlich oft düster aus. Es wäre die Frage, haben Sie hier die eine oder andere strategische Idee, die Weiß realisieren könnte? Schon so früh im Vortrag kommt die erste kleine Frage. Da gebe ich Ihnen jetzt schon mal eine Minute Zeit und danach besprechen wir alles. Ein Vorschlag wurde schon genannt, aber ich warte noch. So, die Kommentare, die Zeichnung sollte ich deaktivieren, dass das nicht möglich ist. So, ein Vorschlag kam mit Springer CB5 oder generell ein Springer nach B5. Der andere allgemeine Vorschlag war, dass die Dame auf E5 ein bisschen wackelig steht und per Direktnachricht. In diesem Sinne kam dann noch die direkte Widerlegung bzw. die wahrscheinlich stärkste Fortsetzung, um die Dame tatsächlich ihrer Felder zu entnehmen. Nämlich B4. Denn dadurch droht man Turm A5. Die Dame wird in der Regel auf die F-Linie vertrieben, wo sie direkt durch den Turm unter Beschuss genommen wird. Aber jetzt Step by Step. Wie kommt man überhaupt drauf und was ist von Springer C oder D B5 zu halten? In diesen Fällen kann Schwarz, weil Weiß auch mit F4 die schwarzen Felder ein bisschen geschwächt hat beim König. Vor allem also die gesamte Diagonale darf da gerne mal rot aufleuchten. Deshalb kann Schwarz da sehr oft einfach mit Dame C5 die Dame in Sicherheit bringen. Und dann dürften bald die Springer bedroht werden. Unter anderem mit E5 oder Läufer D7, Turm C8. Denn im Moment haben die nicht so viel zum Beißen. Schwarz kann alle wichtigen Felder noch decken. Ansonsten, wie man auf Beata 4 kommen kann, dazu muss man vor allem auch prüfen, wo es überhaupt halboffene Linien gibt, wo man angreifen will und was es sonst noch Auffälliges an der Stellung gibt. Und das Auffälligste ist natürlich die offene Dame. Die freistehende Dame. Und deshalb kann man überlegen, wie man an die rankommt. Und wenn man nach die halboffene Linie betrachtet, dann kann man da relativ zügig auf die Idee kommen, mittels Turm A5 die Dame tatsächlich zu vertreiben. Deshalb kam direkt Bertha 4. Gut, Schwarz hatte aber noch gedacht, dass er bei Bedarf bei Turm A5 auch noch B5 oder D5 hätte. Als taktische Reaktion, deshalb hat er erstmal noch ganz kühl sich erstmal weiterentwickelt. Läufer E7. Und damit Schwarz nicht zur Rochade kommt, hat Weiß jetzt erstmal die F-Linie geöffnet. F schlägt E6. Und dann kam jetzt Bauer schlägt E6. Denn bei Läufer schlägt E6 wäre tatsächlich Turm A5 recht gefährlich gewesen. Auch weil Schwarz die ganzen taktischen Ideen mit D5 nicht mehr in petto hätte.
Daher zog der 18. der F-Index. Und jetzt, wo der schwarze König in der Mitte steht und wo das Feld C5 der Dame verwehrt wurde, jetzt ging der Springer nach Berta5 tatsächlich. Denn jetzt drohen wir relativ eindeutig entlang der schwarzen Felder auf D6, falls der Läufer das Feld abdecken sollte, oder einfach auf C7 die übliche Gabel. Also musste Schwarz jetzt schon irgendwie reagieren. Es kam König D7. Und nun ging es mit Springer A3 weiter, um die Gab weiter mit Springer C4 Druck auszuüben. Nichtsdestotrotz hat Weiß formal gesehen das Ganze hier ein bisschen sehr schablonhaft gespielt. Er hätte jetzt noch ein bisschen energischer vorgehen können. Allerdings ist andererseits auch die Verteidigung, die Schwarz jetzt rein theoretisch hätte, auch nicht ganz so leicht zu finden. Geht eher in den Bereich des Maschinenartigen. Denn ich zeige mal ganz grob, worum es sich in der Verteidigung geht, was da unter anderem möglich wäre. Nach Bertha 5, das noch recht humane wäre, wenn Weiß ihn einfach nimmt, nach dem Motto, der Bauer ist gefesselt, geht der Turm zur Seite, der Springer hängt und man zappelt erstmal noch herum. Denn die Dame ist außer Gefahr, sie hat jetzt wieder das Feld auf C5, weil der Bauer verschwunden ist. Und damit geht es so weiter. Grundsätzlich hatte Weiß nach B5 eine andere Idee geplant. Aber davon gehe ich mal aus. Und die ist jetzt auch wiederum etwas taktischer und sie dreht sich wiederum um die Dame, denn man will sie irgendwie bedrohen, weil sie kaum Fluchtfelder hat. Und deshalb wird der Bauer abgelenkt. Der schlägt und dann könnte man mit Turm A5 die Dame bedrohen. Und der in der Mitte stehende König wirkt jetzt eigentlich nicht so seriös. Aber tatsächlich kann Schwarz jetzt objektiv, ich habe es jetzt nicht tief analysiert, oder nicht tief veranalysiert, aber Schwarz kann das mit D5 prinzipiell überleben. Was gerade per Direktnachricht genannt wird, ist, dass nach ED5, Dame E3 Schach, zumindest die E-Linie geschlossen werden kann. Das stimmt. Aber das mehr Überraschende ist, dass nach Springer schlägt D5. Denn wenn er rausnimmt, Turm D5, ist die Dame immer noch weg. Passiert im Schwarzen nach Dame schlägt B2 nichts. Und das in der Vorausberechnung so wahrzunehmen, ist auch nicht ganz einfach. Hier kann man das eher erkennen, weil der König kann sich meistens auf B7 verstecken. Im Läuferpaar sieht es relativ human aus. Aber theoretisch oder objektiv gesehen, laut Enlin, das habe ich jetzt wie gesagt nicht selber geprüft, soll Schwarz das auf jeden Fall überleben können. Denn der Springer auf A8 geht sicherlich auch verloren. Aber das in der Stellung zu erkennen, ist nicht ganz einfach. Deshalb praktisch gesehen hat Weiß ja alles richtig gemacht. Und Schwarz wollte jetzt den menschlichen Weg wählen. Er wollte einfach die Damen abtauschen, indem er Läufer F6 zog. Denn nun droht er nach Springer C4 einfach Dame D4 Schach. Und die nächste Frage: Wie würden Sie nun fortsetzen? Was kann man jetzt machen, um doch noch seinen Angriff zu behalten?
Wie aus der Pistole geschossen, kam schon von zwei Leuten per Direktnachricht die richtige Idee. Es geht einfach darum, dass wir versuchen, genau das Übel zu beseitigen. Denn dank des Schwarzwälderinnen Läufers kann Schwarz sich überhaupt verteidigen. Und das sind sowohl die Dame als auch der Läufer sind die einzig aktiven Figuren. Und wenn die weg sind, hat Schwarz nichts mehr. Deshalb kann sich Weiß das Qualitätsopfer erlauben, denn bei Schwarz schlafen noch alle anderen Figuren. Daher einfach Turm schlägt F6. Es kam noch Dame F6, Springer C4, mit Angriff auf D6 und erneut der Gabel. Und hier hat sich Schwarz entschieden, einfach Turm F8 zu spielen. In der Hoffnung, wenn Weiß auf D6 nimmt, will er wahrscheinlich über E8, F7 irgendwie flüchten können. Deshalb hat es Weiß plump gespielt, nämlich er drohte einfach mit einer Mehrfigur zu verbleiben und hat damit den König zum Damenflügel hinübergelockt. Springer schlägt A8, Dame F2 Schach, König H1, Partie ist auch gleich vorbei. Dann kam noch Berta 5, um jetzt irgendwie mit Läufer B7 oder König B7 den Springer A8 abzuholen. Jetzt hat Weiß ganz schlicht mit Dame D3 schon mal ein bisschen Turm D1 vorbereitet, um den Druck gegen D6 zu verstärken, um dann dort hinüber einzubrechen. Letztlich kam noch Dame F6 und nach Turm D1 hatte der Nachziehende kein Interesse mehr an der Partie. Müsste aus der Olympiade 2006 gewesen sein, Turin. So, das war das erste kleine Beispiel, in dem es darum ging, dass ein Entwicklungsvorsprung oft dazu führen kann, dass man tatsächlich mit dieser Basis das Springerpaar gut einsetzen kann. Gehe nun zum nächsten Beispiel über, wenn es hierzu keine Fragen gibt. Die sehe ich jetzt erstmal nicht. Im nächsten Beispiel wird es noch ein bisschen gravierender. Das entstammte aus dem angenommenen Damengambit, aus einer recht moderneren Variante. Und hier hat Schwarz eben mit A5 begonnen, um damit die weiße Dame mittelfristig zu vertreiben oder an sich sofort zu vertreiben. Nach dem Motto, wenn die Dame weg ist, ist der Turm gegen F7 weg, dann verbleibt Schwarz mit einem Mehrbauern. Deshalb kann man sich ja gerne mal dazu leisten, einfach mit A4 auch ein bisschen Zeit zu investieren, die Drohung zu verhindern und den Druck aufrechtzuerhalten. Wie gesagt, das ist jetzt auch mehr ein recht plumpes Beispiel. Hier hat Schwarz mit Läufer B4 versucht, sich schnell zu entlasten per Abtausch. Und dabei hat er eine Kleinigkeit übersehen, was Kleines Typisches. Ich glaube, die ersten zwei Beispiele sind mehr zum Wachwerden, zum Warmwerden. Denn es geht tatsächlich um das Basismotiv, deshalb es dreht sich jetzt auch um den Springer. Der Springer ist in der Nähe vom König. Und Springer gelten ja als Gabelmonster. Und deshalb möchte der gerne irgendwie die Dame gabeln. Über F6 geht es natürlich nicht, das sind zwei Verteidiger. Aber D6 wäre von keinem Bauern kontrolliert. Und deshalb tauscht Weiß erstmal den ersten Verteidiger ab. Läufer schlägt B4, A schlägt B4 und dann, das haben jetzt auch schon einige genannt, Läufer schlägt F7. Eine kleine, kurze, forcierte Variante. Denn wenn die Dame schlägt, kann ich mal kurz zeigen, wäre da direkt die Gabel. Deshalb ging der König zur Seite.
Und nun hat sich Weiß erneut auch in diesem Fall entschieden. Aufgrund des Entwicklungsvorsprungs war er bereit, den auf G8 abzutauschen, damit die schwarzen Figuren wieder nicht koordinieren. Und auch hier sind wieder drei Figuren, die nicht so glücklich stehen. Und Weiß kann jetzt dafür, weil die Dame jetzt auch entlastet ist, die ist befreit, die hat keine Pflicht mehr, an den Läufer gebunden zu sein. Das war auch eines der Punkte. Kann Weiß sich jetzt recht fast beliebig noch entwickeln. Wir werden gleich sehen, dass er davon gut theoretisch hätte profitieren können. Nur er hat es ihm auch seinerseits relativ einfach gemacht. Gut, zunächst hat er erstmal den Springer nach E2 gestellt, damit die Dame auch hier weiterhin alle Freiheiten hat. Und sonst wollte der Springer gerne mal über F4 noch gucken, wo er genauer einsteigen will. Springer E2. Da der Gegner die weißen Felder besitzt, dank des Läufers C8, wollte ihn kurz markieren, kann Schwarz zumindest versuchen, sich entlang der weißen Felder zu verteidigen. Dame E6. Klar, da Weiß angreifen will, behalten wir die Damen. Dame D3. Und nun sollte er eigentlich irgendwie versuchen, den König sicherzustellen. Aber auch hier spielte Schwarz etwas optimistischer. Er dachte, da er den weißfeldern Läufer hat, sollte der jetzt direkt ins Spiel überführt werden, mittels Läufer A6. Und hier sollte man mit Weiß jetzt auf jeden Fall recht konkret spielen, um tatsächlich seinen Vorteil zu behalten. Zu vorsichtig darf man hier nicht vorgehen. Das heißt, ich gebe Ihnen jetzt mal 2 Minuten Zeit bis 55, um zu überlegen, ob Ihnen hier was Konkretes einfällt, was man machen kann. Dürfte ich auch mehrere Möglichkeiten geben, die brauchbar sind. Habe mir vorab zwei einfache notiert. Oder neben dem Partiezug noch eine weitere Idee. Dabei können Sie gerne auf taktische Motive achten. Grundsätzliche taktische Motive sind nicht vom Bauern gedeckte Figuren. Und natürlich auch immer wieder auch gerne ungedeckte Figuren, sowie auch die Königsstellung. Das mal ganz allgemein nochmal. Was zweimal per Direktnachricht genannt wurde, war Springer G5, um damit wohl Bauer und Dame zu bedrohen, aber auch um immer wieder Dame F3 als Möglichkeit zu haben. Davon gehe ich mal aus. Genau. Das wurde auch gerade in der Direktnachricht genannt, darauf wollte ich hinaus, dass Schwarz sich wahrscheinlich erneut weißfelderig noch halbwegs decken kann oder sich noch halbwegs verteidigen kann, wahrscheinlich. Und das ist der Grund, weshalb Weiß eher nach was anderem gesucht hat, weshalb er nicht nochmal eine bereits entwickelte Figur ziehen wollte, sondern er wollte weitere Streitkräfte ins Spiel bringen, damit wirklich alle Figuren mitmachen können. Und ich hatte vorhin erwähnt, als taktisches Motiv sind Figuren, die nicht vom Bauern gedeckt sind, die können deshalb taktisch anfällig sein, weil es ja immer mal wieder Abzugsangriffe oder ähnliches gibt. Bei Springer F4 ist jetzt eine weitere Idee, die genannt wurde. Denke ich mal, wird dem Weißen der weiße König nicht so sehr gefallen haben.
Möglicherweise wegen Dame. Vielleicht kann man auch mit Tempo im Moment Dame E5 gefällt mir weniger, weil nach Dame F3 sieht es ein bisschen verdächtig aus. Wobei die Schwarze schon insgesamt verdächtig aus. Wahrscheinlich geht das immer noch alles irgendwie. Weil auch der weiße König eben noch in der Mitte steht. Aber tatsächlich hat Weiß dann sich gesagt, der steht auf einer offenen Linie, den wollen wir bedrohen. Und weiterhin hat er auch erkannt, sobald die Dame mit Tempo nach F3 kommt, denn da ist ja auch was offen, da fehlt auch ein schwarzer Bauer, hat die Dame auch den Springer per Röntgenblick im Visier. Und das kombiniert, das heißt, die Erkenntnis, der Springer steht auf einer offenen Linie, der König kann sofort bedroht werden, brachte ihn dazu, tatsächlich Turm C1 zu spielen. Mit der letztlichen Idee, dass nach Läufer A6, so wie es in dem Fall Schnellpartie, Dame F3 Schach, König E8 und nun ging Schwarz direkt baden, weil wir diesen Röntgenblick gegen den Springer haben. Und deshalb Turm C6, Dame C6, Springer F6, Schach. Wobei es nicht nur um die Dame geht, sondern auch tatsächlich auch um den Turm auf A8. Und nach König F7, Dame steht A6, steht ja als Notation zwar noch Turm H8, jedoch gehe ich eher davon aus, dass nicht Turm H8 kam, sondern dass die Figuren einfach wieder aufgestellt wurden. Deshalb wurde Turm H8 noch als Zug übermittelt. Hätte auch Dame D8 sein können. Grundsätzlich eine andere Möglichkeit, auch im Sinne von, wir haben gerade das Tempo, wir wollen nicht zu langsam spielen, sondern mit Druck weiter vorgehen, wäre prinzipiell auch das sofortige Schlagen gewesen, was auch auf den ersten Blick langsamer aussieht, denn immerhin ist der eigene König jetzt eingesperrt oder kann ich kurz rochieren. Aber Fakt ist, bei Schwarz spielen immer noch beide Türme nicht mit und deshalb ist durchaus die lange Rochade immer mal wieder denkbar. Und dabei Schwarz auch die Bauern am Damenflügel hängen, wäre auch das theoretisch eine klare Gewinnstellung gewesen. Als Beispiel bei Turm C8 zum Beispiel, König B1, steht der weiße König einfach sicher. Dame schlägt B4 droht. Und ansonsten kann auch der nächste Turm mit Turm HE1, Springer D6, relativ schnell ins Spiel gebracht werden. Das heißt, jetzt Schwarz ist auch nicht mehr allzu große Freude. Und auch das Endspiel wäre ebenfalls wenig brauchbar. All dieweil beide Türme immer noch nicht wirklich sinnvoll aktiv stehen. Und was hat zudem einen Bauern mehr? Deshalb wäre diese etwas ruhigere, aber Figuren ins Spiel bringende Idee auch eine Möglichkeit gewesen. Aber Turm C1 ist relativ, Entschuldigung, kräftig. Okay, das waren die ersten beiden Beispiele. Dann geht es jetzt zu einem nächsten Fall. Ich habe jetzt bewusst das lehrreichste Beispiel an dritter Stelle gewählt, weil ich noch gewartet habe, wie viele in der Zwischenzeit noch kommen. Damit einige, die zu spät kommen, dann auch von diesem Beispiel noch mit profitieren können. Nur, da Weiß ja die zwei Läufer hat, nicht zwei Springer, drehe ich einmal kurz das Brett. In der Stellung hat Weiß jetzt erstmal einfach Turm B2 gespielt. Das heißt, er hat einfach versucht, die Lage stillzuhalten, nichts zu tun und die Figuren langsam ins Spiel zu überführen. Tatsächlich ist es oft so, dass die Springer als taktische Waffe oft versuchen, eher dynamischere Stellungen anzustreben. Das heißt, weniger geschlossene Stellungen, sondern lieber eher offene, wo die Bauern gut abgetauscht werden können.
Und Weiß sollte jetzt in der Stellung eigentlich eher versuchen, das Springerpaar weitestgehend zu kontrollieren. Das heißt, hier wäre es eher besser gewesen, den tatsächlich auch zu fesseln, um beispielsweise nach Läufer F5, falls es jetzt zum Generalabtausch kommen sollte, das ist nur eine mögliche Variante, nichts Zwingendes, nimmt. Dann hätte Weiß es zumindest erreicht, dass Schwarz auf den jetzt im Moment weniger aktiven Springer sitzen bleibt, sodass dann der Läufer aktiv werden kann. Aber keine Frage, Schwarz muss auch nicht auf E4 abtauschen. Aber solche Möglichkeiten sollte man in Betracht ziehen, um zumindest einen aktiveren Springer, der zumindest mal aktiver werden kann, abzutauschen und dann gegen einen anderen zu kämpfen. Eigentlich von der Farbe her umgekehrt. In der Partie geschah es ein bisschen anders. Dort hat Weiß die verschiedenen Ideen des Gegners ein wenig unterschätzt und schablonhaft den Turm angedeutet, dass er überführt werden kann, aber auch in diesem Sinne, um bei Bedarf mal den Druck gegen B6 zu erhöhen. Es hat Schwarz, weil er für seine Springer neue Felder brauchte. Leider haben die gerade keine Vorposten, deshalb muss man irgendwie versuchen, die Bauern abzulenken, damit sie Felder bekommen, damit sie einspringen können. Deshalb kam Läufer F5. Den hat Weiß mit dem Läufer gedeckt, aber dort steht der Läufer natürlich auch ein etwas passiver, das heißt, diese Richtung, wie wir es in der kleinen Nebenvariante jetzt gesehen haben, ist jetzt schon mal nicht mehr möglich oder ein bisschen schwieriger realisierbar. Aber der Nachziehende war umso glücklicher, als er dann letztendlich ein neues Feld für seinen Springer bekam. Und in diesem Sinne, damit Schwarz die Felder erobern kann, kam nun auch Dame Dora 7. Aber das Beispiel soll nicht dafür dienen, grundsätzlich zu sagen, dass die Springer in geschlossenen Stellungen besser sind, denn das ist nicht allzu oft der Fall. Meistens, wenn die Läufer wirklich sich etwas aktiver stellen können, auf die offenen Linien kommen, auf die offenen Diagonalen, nicht Linien, dann sieht es meistens ganz anders aus. Aber wenn die Springer im Angriff teilnehmen können, wird es in der Regel gefährlich, aber selbst da ist es auch nicht immer vernichtend. Und dazu soll das eine Beispiel jetzt ja dienen. Erneut könnte Weiß gegebenenfalls versuchen, wiederum den einen Springer abzutauschen, weil der eben derjenige ist, der gefährlich werden kann. Weiß hat auch hier erstmal noch normale Züge gemacht, zum EB1 vorbereitet. Jetzt kam der eine Springer rein und dann kam Turm EB1. Weiß hat hier noch nichts geahnt, dass irgendwas passieren kann. Und die Springerpartei sucht meistens oder versucht meistens dann immer eher Unruhe zu stiften, denn strategisch gibt es, wie gesagt, meistens Probleme, also muss man versuchen, irgendwie an einem gegnerischen König ranzukommen. Eine positionelle Methode, die hier sicherlich sinnvoll gewesen wäre, ist einfach wieder den alten Mauerbrecher einzusetzen, um die Königsstellung noch weiter zu schwächen. Dabei als kleines Beispiel geht es nicht nur darum, H4 durchzusetzen. Das ist eine Idee. Die andere Idee ist, die Dame ist entlastet. Kann daher halt auch wieder in irgendeiner Form mobil werden. Das war gerade eine Flugphase. Und ansonsten gibt es noch eine dritte Idee. Der König hat grundsätzlich jetzt auch wieder ein Luftloch. Das heißt, da gibt es auf der Grundreihe keine Gefahren. Und auch aus all diesen Gründen versucht Schwarz, kann Schwarz jetzt versuchen,
irgendwie noch weiter in die weiße Stunde einzudringen. Und deshalb wäre ja auch Springer H8 durchaus mal ein Plan, um auch über G5 versuchen einzudringen. Denn man kann den Läufer jederzeit abtauschen auf E3. Und der kann sich wiederum jetzt nicht so gut bewegen, weil er auch auf Turm F2 achten sollte. Und weil es keine Grundreihenprobleme gibt, hat der König eben auch auf H8, auf H7 immer wieder Fluchtfelder. Daher wäre das durchaus recht gefährlich gewesen, der rein strategische Weg. Schwarz hat sich entschieden, das noch ein bisschen anders oder noch ein bisschen anders vorzugehen. Er ging auf Randale aus. Springer F4. Nach dem Motto, nach G schlägt F4, E schlägt F4, der Läufer hängt, F3 droht. Vielleicht kam auch der Zeitfaktor hinzu, denn wir waren jetzt im 27. Zug. Kann also sein, dass die Zeitnotphase auch eine Rolle gespielt hat für Schwarz. Aber sonst wäre der strategische Weg durchaus in Betracht zu ziehen und wahrscheinlich objektiv sogar die bessere Wahl gewesen. Es ging jetzt mit der Läufer F2 weiter, denn Weiß wollte, wenn es irgendwann mal zu F3 kommt, wollte mit der Läufer G3 wenigstens die G-Linie plombieren können. Natürlich ohne, dass die Dame hängt. Läufer F2 und dann kam Springer E5. Wir verlassen jetzt zwar ein wenig das Thema mit Springer Paar, weil wir nur noch einen Springer haben, aber ein Springer Opfer ist ja durchaus auch ein zusammenhängendes Motiv. Deshalb denke ich mal, kann man diese Partie mit gelten lassen. Und das war jetzt letztlich der kritische Moment in der Partie. Nach diesem ruhigen Zug mit Springer E5, der Springer hat jetzt dann einfach einen hervorragenden Vorposten, da kann er nicht mehr vertrieben werden. Die Dame droht einzusteigen, der Bauer droht reinzukommen. Hier müsste Weiß jetzt sehr genau spielen, um das zusammenzuhalten, beziehungsweise sogar selber auf Gewinn zu spielen. Deshalb meine Vorabbemerkung, auch in einem Angriff, der muss nicht unbedingt immer durchschlagen, sofern alles andere von seitens des Läuferpaares soweit gesund wirkt. Dann kann man sowas auch durchaus halten. Aber praktisch ist das für die Seite mit dem Springer einfacher. Hier sage ich noch vorab, die Dame hätte schon mal selber Platz machen sollen, damit der Turm mitmachen kann, damit der Läufer nach F1 kommt. Damit hätte Weiß den Laden zusammenhalten können. Das können Sie gerne mal daheim weiter analysieren, wenn Sie auch später die Partien möchten. Ich zeige jetzt erstmal nur kurz den Abschnitt, der letztlich zum Ende führte. Denn Weiß zog König H1, Dame H3 mit Angriff auf den Läufer, Turm D1 und dann kam Turm F6, um entlang der sechsten Reihe den Angriff zu realisieren. Und jetzt in diesem Fall sehen wir relativ schnell, dass die weißen Figuren alle gebunden sind, sich also wenig frei bewegen können. Das hat dann letztlich den Effekt, dass Schwarz mit einfachen Zügen den Druck immer weiter verstärken konnte. Turm G6, Dame F1, Dame H5, Turm DB1. Und jetzt erlaubte sich Schwarz auch noch den nächsten Turm ins Spiel zu bringen. Denn der B-Bauer, den juckt keinen mehr. Dann kam noch Turm F2, Turm G3 mit Angriff auf den Läufer auf D3. Und nach Läufer E2, F3 sind jetzt alle Figuren von Schwarz am Angriff beteiligt. Aber selbst jetzt bricht die Weiße schon noch nicht sofort auseinander. Beziehungsweise, es sieht noch halbwegs stabil aus, aber tatsächlich ist nach Turm FG4 wegen des einfachen Turmstück G1, nochmal ein kleines Beispiel,
alles mehr oder weniger vorbei, wobei es ja wahrscheinlich noch mehrere Wege gibt, außer Sprung G4. Vielleicht Dame G5 Schach, wie die schwarzen Felder eindringen. Da dürfte es verschiedene Methoden geben. Oder Sprung C4. Denn Dame und Springer sind natürlich auch ein gefährliches Duo im taktischen Sinne, weil die da gut aneinander ergänzen. Okay, wie gesagt, dieses Beispiel sollte einfach zeigen, der Springer braucht in der Regel irgendwie eine gewisse Dynamik und deshalb brauchen die freie Felder, um irgendwie anzugreifen. Während die Läufer, da ist es meistens entspannter, die brauchen eher nur die Möglichkeit, dass man was öffnen kann. Um so die Spannung mal bei Bedarf aufzubauen. Deshalb ist das Spiel mit dem Läuferpaar meistens einfacher. Es sei denn, wir sind im Angriff, wird es in dem Fall, da ist es dann generell mit dem Springerpaar einfacher anzugreifen. Na gut, das soweit dazu. Dann würde ich, wenn es ja keine Fragen gibt, das höre ich im Moment noch nicht, dann zum nächsten Beispiel kommen. Hier sehen wir, das dürfte aus der französischen Verteidigung stammen. Und hier möchte Schwarz mit seinen. Nochmal zu der kam die Frage, ob das konkret war gegen Ende. Da müssen wir einmal kurz rüber switchen. Das heißt, in der Partie kam Turm B2, nimmt Dame D7, dann kam Springer F4. Da gab es immer eine Frage, ob das am Ende mit Springer C4 konkret gewann. Deshalb gehen wir noch einmal kurz dorthin. Turm F4, Turm G1, Dame G1, nimmt, nimmt. Und wie gesagt, das mit Dame G5 war jetzt einfach nur ein Vorschlag. Man kann gegebenenfalls auch, wie gesagt, auch so herumspielen. Aber ich verstehe die Kritik, denn bei Springer C4, Turm B8 Schach, rennt man in das nächste Schach hinein. Deshalb, die Kritik ist vollkommen nachvollziehbar. Daher sollte Schwarz noch ein bisschen genauer spielen. Wahrscheinlich ist dann tatsächlich nach dem Abtausch Dame G5 Schach, König F1 das kontrollierende und sichere, Dame E3, dann Dame D3 oder gegebenenfalls auch später Springer D3 etwas einfacher. Oder eben auch nach C1, um den Läufer auf D1 direkt zu bedrohen. Denn die Grundreihe von Weiß ist auch gerade etwas weich. Das war ein guter Hinweis. Positive Kritik ist auch eine Kritik. Okay, dann gehen wir zum nächsten Beispiel über. Hier wollte Schwarz jetzt auch gerne wieder, dass seine Figuren ein bisschen koordinierter stehen. Im Moment sieht es eher so aus, dass man selber ein bisschen aufpassen muss. Die Dame ist weit weg vom Schuss. Könnte etwas ästhetischer wirken. Und deshalb versucht Schwarz jetzt wieder seine Figuren zu. Ich sehe gerade das Beispiel ist optimal gewählt, weil Schwarz einfach eine Figur mehr hat. Das heißt, das Beispiel überspringen wir mal. Das ist mir bei der Vorbereitung nicht aufgefallen. Mit einer Figur mehr kann man es natürlich auf verschiedene Arten gewinnen. Deshalb überspringen wir einmal das Beispiel. Das war jetzt mein Fehler. Sorry. Das sieht dann eher natürlicher aus, wo keine Seite eine Minusfigur hat. Aber dafür merkt man schon, dass Weiß ja ein bisschen passiver gespielt hat. Aber dafür wollte er eben mit dem Läuferpaar gegebenenfalls gehen in König spielen oder auch die schwächere
gegen C6 mal ausnutzen. Das sind ja soweit relativ bekannte Ideen aus Rheti oder anderen Eröffnungen, die etwas ruhiger sind. Jetzt hat Schwarz überlegt, wie kann er direkt den Angriff verstärken, wie kann er seine Figuren ins Spiel überführen. Und da ging es dann grundsätzlich damit los, dass er mit Sprung D5 begonnen hat. Und dann musste Weiß ja ständig auf der Hut bleiben. Das heißt, auch dieses Beispiel, das ich mir jetzt gerade nicht kopiert habe, der nächste Fehler von mir für heute, zeigt auch nochmal, wie man mit Schwarz hier angreifen kann. Aber sinngemäß ging es ja ungefähr wie folgt weiter. Der Weiß hat sich entwickelt. Und dann musste Schwarz über entscheiden, wo kann er losstürmen. Gegen G3, gegen E3. Dabei sah beides durchaus recht spannend aus. Und ich muss schon mal vorweg, bei Springer schlägt E3, F schlägt E3, Dame schlägt E3. Ups, der ist natürlich mal wieder sehr genial. Dame schlägt E3. Muss Weiß vor allem auch überlegen, was wohin jetzt genau. Bedingt durch den schwarzfeldrigen Läufer hat Schwarz ja durchaus sehr schnell Drohungen. Das einmal zu verdeutlichen, bei König G2, Dame G5. Ist ja schon so gut wie vorbei. Denn es droht einfach das Matt auf G2, G3, nimmt es auf H2 und da hat Weiß nicht allzu viele Verteidigungsmöglichkeiten. Und auf H2 rennt er auch in die Diagonale hinein. Das wirkt auch nicht ganz gesund. Und deshalb ist hier sehr wahrscheinlich einfach König H1 die einzige Erwiderung, um Zeit zu gewinnen, damit die Figuren doch noch an der Verteidigung teilnehmen können. Aber selbst das ist nicht einfach dann praktisch zu sehen in der praktischen Partie. Aber das war der Grund, weshalb Schwarz nicht auf E3 geschlagen hat. Stattdessen montierte er auf G3 herum. F schlägt E3. Und dann kam Springer schlägt E3. Mit der Gabel auf Springer, auf Dame und Turm. Und nach Dame C3, was ein kleines Zwischenmatt droht. Das heißt, bei jedem Angriff muss man auch an einen eigenen König denken. Was ich auch in meinem Beispiel davor nicht getan habe. Opfert man die Qualität, Turm schlägt B2, Dame schlägt B2 und dann kann man mit Dame G5 den Angriff recht energisch durchführen. Und das ist dann jetzt nicht mehr ganz so leicht für Weiß. Nur als Beispiel bei König H2 kannst du mit F4, F schlägt G3, Dame F4. Ist auch hier wiederum sehr gefährlich werden. Deshalb ist dieses Beispiel dafür geeignet, um zu zeigen, wie gefährlich man mit zwei Springern durchaus angreifen kann. Und dass dort Qualitätsopfer ein ganz normaler Alltag ist, haben wir jetzt auch schon anhand von mehreren Beispielen gesehen. Deshalb würde ich jetzt gegen Ende noch einmal zu einem etwas anderen Opfer kommen und damit dann auch das Ganze für heute abschließen. Das heißt, jetzt springe ich ein bisschen weiter nach vorne. Es sei denn, Sie haben hier zu irgendeiner Idee eine Frage. Diesmal lese ich nichts. Okay. Dann springe ich jetzt einmal zur letzten Partie vor, wo ich auch schon mal vorab drehe. Und zwar zu dieser Partie.
Partie. Hier sieht man schon, dass Weiß bedingt durch den Bauern auf E5 einen gewissen Raumvorteil besitzt. Und da die schwarzen Figuren weniger am Königsflügel postiert sind, riecht es nach einem Königsangriff. Daher kam direkt Dame G4, Bauer G6. G6 schwächt die schwarzen Felder. Daher war es eine Einladung, mit der Dame entlang der schwarzen Felder bei Bedarf einzudringen. Das Matt auf F7 hat Schwarz ganz knapp noch gesehen und deshalb den Läufer rausmontiert. Springer schlägt B3, A schlägt B3 und dann kam die kurze Rochade. Und bedingt durch die schwarzen Felderschwächen kam direkt Dame Heinrich 6, Bauer F6 und es ging mit Heinrich 4 los. Auch jetzt sehen wir, jetzt hat Weiß wieder die zwei Springer, auch wenn es im Moment noch nicht ganz so aussieht, dass sie so gefährlich werden können, dass das so bedeutsam wird. Aber es ändert sich gleich. Objektiv gesehen war das Konzept mit H4 nicht ganz korrekt, denn Weiß verletzt nun mal die Grundprinzipien, sich zu entwickeln, mit allen Figuren anzugreifen. Deshalb hätte Schwarz theoretisch mit dem Gegenangriff im Zentrum noch gute Chancen gehabt, tatsächlich zu überleben. Auch das ist nicht einfach. Kann man gerne mal analysieren, aber das wäre theoretisch möglich gewesen. Wir gehen jetzt zurück zur Partie. Da kam nämlich zum F7, um so herum alles soweit zu decken. Kam gerade noch mal eine Frage. Bei H4, D5, E schlägt D5. Mit E schlägt D5 würde Weiß einen raumbringenden Vorposten oder seinen weit vorgerückten Bauern abtauschen, sodass die Dame ins Spiel kommt oder bei Bedarf sogar Läufer D6, um die Dame entlang der siebten Reihe in die Verteidigung zu integrieren. Deshalb wäre bei D5 auch dort wiederum H5 ein bisschen kritischer und das kann man sich gerne mal anschauen. Ist aber noch ein anderes Thema. Ich wollte jetzt eher auf die Partie hinaus, weil die etwas ästhetischer wurde. Danach Turm F7 musste sich Weiß Gedanken machen, wie er weiter angreifen will. Also insbesondere nach Läufer F8, was er da machen müsste. Denn auch bei Weiß ist nicht so viel entwickelt worden. Haben Sie da eine Idee, was Weiß machen könnte? Das wird auch die letzte Frage für heute sein. Warte noch mal einen Moment, ob wir noch andere Ideen haben, außer die eine, die in der Direktnachricht genannt wurde. Darum, jetzt mal noch auf stumm zu bleiben. Sonst muss ich für alle die Stummschaltung dergestalt einstellen, dass erst ich sie gegen Ende wieder einschalten kann. Und da es jetzt inzwischen zweimal genannt wurde, tatsächlich kann man hier in solchen Stellen gerne auch mit einem Damenopfer operieren, denn ups, bei Schwarz sind alle Figuren noch daheim. Die brauchen noch einiges, bis sie koordinieren, während bei Weiß nach Läufer H6, GF7 und Turm schlägt H6 sind die bereits ins Spiel, im Spiel. Der Läufer kommt relativ zügig raus, meistens sogar mit Tempo.
Dann brauchen wir noch schnell Sprung C3, lange Rochade und alles ist im Stil. Währenddessen muss sich Schwarz die ganze Zeit um den König sorgen. Das heißt, man kann, wenn man das Springerpaar hat, gerne auch mit diversen Damen opfern. Gut und gern arbeiten. Das sollte das Beispiel hier nochmal demonstrieren. Das würde ich noch bis zum Ende kurz zeigen. Thomas 6, F/E5. Jetzt sich was gedacht, jetzt nimmt er erstmal nicht, sondern es müssen wirklich alle Figuren ins Spiel kommen. Deshalb direkt Springer C3, Bauer D5. Auch jetzt bei Schwarz ist immer noch keine Figur im Spiel, außer der König selbst. Daher mobilisieren wir jetzt die letzte Figur, Läufer Gustav 5. Objektiv gab es noch andere Möglichkeiten. Und vor allem hätte Schwarz hier noch jetzt noch irgendwie überleben können, aber das ist jetzt für uns nicht wichtig. Es kam Dame G8, das ist ja auch mehr nur ein Modell zeigen. Lange Rochade. Nun hat Schwarz die erste Figur noch ins Spiel gebracht mit Springer D7, um nachdem knapp alles decken zu können. Aber da der Springer sich jetzt dezentralisiert hat, ist das Zentrum natürlich anfällig. Und da wir auch einen schwarzfeldrigen Läufer haben, und damit auch ungleichfarbige Läufer vorliegen, haben wir hier noch quasi noch einen weiteren Angreifer mehr, den Schwarz kaum kompensieren kann. Springer schlägt E5, König E8 und nach F4 stehen alle weißen Figuren soweit stabil. Zwar hat es Schwarz jetzt geschafft, die nächsten Figuren ins Spiel zu bringen, aber dafür fallen jetzt auch alle Bauern. Springer schlägt C6, Bauer A6, Springer D4, um so bei Bedarf an einem Bauern H7 ranzukommen. König D7 nimmt. Man hätte jetzt auch auf H7 nehmen können, aber Weiß wollte lieber das nächste Gabelmonster ins Spiel überführen, damit so Schwarz noch mehr aufpassen muss. Vermutlich war auch hier schon die Zeit und Phase für Schwarz zum Tragen gekommen. Es wäre nicht unwahrscheinlich bei solchen Verwicklungen, dass Schwarz da ein bisschen länger nachdenkt. Springer E7, Dame F8 und nun greife ich mit den letzten Schwerfiguren an. Erst zum D1, dann hing der Springer auf E6 und letztlich war es nach ups, zum B8. Dann ratzfatz vorbei, weil jetzt alle Figuren koordinieren. Turm C6, König B7. Nicht ganz, nicht mehr die Kraft gab, bis nach D7 zu kommen. Und hier gab Schwarz in der Partie dann letztlich auf, denn da wäre er matt gesetzt. Das heißt, rein theoretisch kombiniert dieses letzte Beispiel nochmal verschiedene Motive von ungleichfarbigen Läufern über Damenopfern. Aber es sollte eben auch zeigen, dass auch hier wiederum das Springerpaar sehr gefährlich werden kann im Angriff. Dass man mit dem Springerpaar gerne verschiedene Opferideen durchaus anwenden kann. Ich hoffe, es hat Ihnen soweit gefallen. Von der Zeit her sind wir auch gerade gut im Rennen. Ich werde damit jetzt die Aufnahme beenden und dann kann jeder, wer noch möchte, gerne